Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bisher zu uns gekommen? Die offizielle Zahl für Münster ist 700, aber so ganz genau weiß das niemand. Die Menschen entscheiden selbst meistens, wo es dann weiter hingehen soll für sie. Einige finden Platz bei Bekannten oder Freunden oder bei Familien, teilweise mit ukrainischen Wurzeln. Auf Dauer geht das aber so nicht weiter. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe fordert heute eine besser organisierte Verteilung. Jewgeni ist heute aus der Ukraine in Münster angekommen. Er ist gehörlos. Unter Gehörlosen hat Münster als Ziel scheinbar einen guten Ruf. Hier in der Oxford-Kaserne in Münster-Gievenbeck gibt es auch Gebärdendolmetscher. Sprachdolmetscherin Irina Bojarinsever empfiehlt allen Flüchtlingen, lasst euch registrieren. In Münster gibt es zwei Stellen, wo wir die Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Eine Stelle ist es hier in der Oxford-Kaserne. Hierher sollen kommen die Leute, die keine Unterkunft in Münster kriegen konnten. Das heißt, wenn sie eine Unterkunft von der Stadt möchten. Und es gibt noch andere Stellen, Sozialamt auf der Hafener Straße. Da kommen die Leute zu anmelden, wenn sie schon irgendwo privat untergebracht werden konnten. Flüchtlinge, die privat untergekommen sind, können wir heute nur als Bilder aus dem Archiv zeigen. Fernsehaufnahmen, heute war dazu keine Familie bereit. Sie alle sagten am Telefon, sie seien gerade an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Die Kriegsflüchtlinge und die Gastgeber. Beim Sozialamt haben sich viele von ihnen noch nicht gemeldet. Deshalb weiß die Stadt nicht genau, wie viele Kriegsflüchtlinge zurzeit hier in Privathaushalten leben. Wir wissen jetzt aktuell von 225. Das sind die Zahlen von heute, wo eben Verwandte, Bekannte, die ukrainische Freunde, Familien aufgenommen haben, zu uns ins Sozialamt kommen und dort den Hilfeantrag stellen. Weil die Menschen sind ja hier nicht krankenversichert. Die haben auch keine Mittel mehr, finanziellen Mittel. Und darum kommen so nach und nach, das fing schon in letzter Woche an, aber es wird täglich mehr, kommen die und stellen jetzt einen Hilfeantrag. Die städtischen Ämter brauchen einen Überblick. Kosten müssen geschätzt werden. Wie viele Kinder wollen Kitas oder Schulen besuchen? Wer sucht einen Arbeitsplatz? Wer braucht finanzielle Unterstützung? Diejenigen, die in einer sozialen Notlage sind, denen wird natürlich auch entsprechende Unterstützung gegeben. Aber auch dafür ist eine entsprechende Registrierung erforderlich. Für Münsters Oberbürgermeister, der zurzeit auch Präsident des Deutschen Städtetages ist, muss sich eines grundsätzlich ändern: die zufällige Verteilung der Kriegsflüchtlinge. Wir müssen diesen berühmten Königsteiner Schlüssel verwenden, dass wir gleichmäßig auf die Bundesländer verteilen nach einem vorgegebenen Schlüssel. Wir müssen die Kostenfrage klären, auch wenn das in der gegenwärtigen Zeit kein gutes Thema ist. Man spricht ungern über Kosten, weil es geht um Menschen. Und wir müssen auch mehr Informationen haben. Und das ist der Grund dafür, warum ich den Bundeskanzler vor ein paar Tagen gebeten habe, einen Flüchtlingsgipfel einzuberufen, in dem dann auch die kommunalen Spitzenverbände ihre unmittelbaren Sorgen zum Ausdruck bringen können. Münster bereitet jetzt weitere 1200 Unterkunftsplätze für Kriegsflüchtlinge vor. Und auch das reicht nur, wenn der Krieg bald beendet wird. Ja, und im ganzen Münsterland kommen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine an. Untergebracht werden sie zum Beispiel auch in Ibbenbüren. Da gibt es aber Kritik, und zwar, dass andere Flüchtlinge für die Ukrainer die große Sammelunterkunft verlassen mussten. Mehr als 600 Menschen aus der Ukraine haben hier bereits Zuflucht gefunden. Flüchtlingsvertreter begrüßen das, kritisieren aber eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen. In den vergangenen Tagen waren rund 900 Asylbewerber von hier auf andere Landesunterkünfte verteilt worden, um Platz zu schaffen. Das ist nicht schön. Das sorgt für Unruhe. Das kann ich auch gut nachvollziehen, dass man sagt, musste das sein. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir nun mal unterschiedliche Rechtssysteme haben. Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge können sich bei uns frei bewegen in der EU. Sie können auch mit einem Visum bis zu 3 Monate bleiben. Aufgrund eines schon älteren Abkommens müssen Ukrainer daher kein Asyl beantragen und können auch einfacher in Deutschland arbeiten.